Markus Stadler, es hat nicht ganz gelangt, für im ersten Wahlgang direkt gewählt zu werden. Werden Sie im zweiten Wahlgang wieder antreten und wie sehen Sie Ihre Chancen, wenn ja? Ich werde wieder antreten und ich denke, die Chancen sind im Moment noch intakt. Ja, weil es ist ja auffällig, dass vor eineinhalb Jahren, als Sie gewählt worden sind, sind Sie sehr überdurchschnittlich, also überdeutlich gewählt worden als Parteilose. Wo haben Sie jetzt die Stimmen verloren? Ja, das möchte ich eigentlich auch wissen. Nicht nur wo, sondern warum. Und will natürlich gerne auf die Fragen antworten. Und zwar auf echte Fragen und nicht auf Unterstellungen, die man mir anonyme Inserat präsentiert. Aber man muss schon andere Leute fragen, warum das der Fall war. Sie sind ja der grün-liberalen Partei beigetreten. Sie haben jetzt auch gar keine Unterstützung von einer der grossen Urner Parteien. Wo sehen Sie Ihre Stimmen? Wo können Sie Ihre Stimmen holen? Also zuerst muss man schon sehen, dass ich, obwohl ich keine Unterstützung von den grossen Parteien hatte, immer noch viele Stimmen gemacht habe. Und das stellt mich natürlich auf. Und ich möchte den Leuten auch danken. Jetzt fragen Sie mich, wo ich weitere Stimmen sehe. Ja. Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, ich weiss nicht, was die Leute jetzt machen auf den zweiten Wahlgang hin, ob sie wieder an die Urne gehen, ob sie sich verändern im Verhalten. Das weiss ich alles nicht. Ich gehe davon aus, die Leute kennen mich mindestens als Politiker. Sie haben mich ja über 10 Jahre erlebt im Regierungsrat, über ein Jahr jetzt im Ständerat. Sie kennen mich von dort her, was ich politisch mache. Oder Sie können das kennen. Der Leistungsausweis ist da. Ich kann jetzt also nicht kommen und erzählen, ich sei irgendjemand, sondern ich bin der, wo ich bin. Und wenn das reicht bei der nächsten Wahl, ist es gut. Und sonst müsste ich akzeptieren, dass es für mich nicht mehr gut ist. Ja, aber wie gesagt, jetzt sind Sie nicht mehr parteilos, sondern bei der grün-liberalen Partei. Sie haben jetzt trotz oder wegen dem, je nachdem, mehr als 5'000 Stimmen bekommen. Gibt es da Bestrebungen, dass auch im Kanton Uri eine grün-liberale Partei gegründet würde? Bestrebungen im jetzigen Moment nein. Danke vielmals für die Auskunft. Ich wünsche Ihnen viel Glück für den zweiten Wahlgang. Vielen Dank. Merci.